Der baden-württembergische Minister für Justiz und Europa, Guido Wolf, kam am Freitag nach Reutlingen ins Hotel Achalm. Dort diskutierte er mit den Verbänden die Familienunternehmer und die Jungunternehmer unter anderem über Europa nach dem Brexit sowie die Themen Sicherheit und Meinungsfreiheit. Danach nahm sich der Minister auch noch Zeit für ein Interview mit RTF 1. Das Interesse der Unternehmer aus der Region war groß, als Moderator Rainer Knauer am Freitag den Minister für Justiz und Europa Guido Wolf im Restaurant Achalm zum politischen Mittagessen begrüßte. Bereits seit dem Jahr 2003 organisiert der Interessenverband der jungen Unternehmer und Familienunternehmer diese kulinarischen Gesprächsrunden mit prominenten Gästen, um einen regen Austausch zwischen Wirtschaft und Politik zu ermöglichen. Im Anschluss an die Veranstaltung Politik und Wirtschaft im Dialog trafen sich der geladene Minister und RTF1-Moderator Roland Steck zum Gespräch. Die erste Frage: Heute Nacht 0 Uhr ist soweit. Großbritannien verabschiedet sich aus der EU. Wie denken Sie darüber? Ja, das ist ein historischer Tag. Es ist kein guter Tag für Europa. Ich bin auch traurig über diesen Schritt, aber es gilt jetzt, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass Deutschland und Großbritannien auch in der Zukunft gut zusammenarbeiten. Gibt es Anlass zur Sorge, dass möglicherweise weitere Länder folgen werden und Europa verlassen wollen? Ich denke an Italien, ich denke an Ungarn. Im Moment habe ich diese Sorge nicht, aber man sollte auch nicht so tun, als ob in allen anderen Ländern europapolitisch nicht auch Zweifel greifbar wären. Umso mehr muss es uns gelingen, immer wieder deutlich zu machen, was Europa für uns alle bedeutet, den Mehrwert Europas herausstellen, dass sich ein solcher Brexit nicht wiederholt. Konkret gefragt aus baden-württembergischer Sicht, auch wirtschaftlich, was bedeutet der Brexit für Baden-Württemberg? Ja, Baden-Württemberg und Großbritannien, wir arbeiten wirtschaftlich sehr gut zusammen. Wir exportieren maßgeblich nach Großbritannien. Die Handelsbeziehungen sind bemerkenswert und da wird sich einiges verändern. Es wird nur Verlierer geben. Die größten Verlierer sitzen in Großbritannien selbst. Aber auch baden-württembergische Unternehmen machen sich Sorgen über die Zukunft. Sie sind Justizminister, Thema Sicherheit. Die Kriminalstatistiken sehen eigentlich sehr positiv aus, aber anders scheint es manchmal auch um die gefühlte Sicherheit zu stehen. Wie sehen Sie das? Das ist ein altes Thema, dass die objektive Sicherheitslage und das subjektive Sicherheitsempfinden auseinanderfallen. Und das muss man auch ernst nehmen, denn letztlich kommt es darauf an, wie fühlt sich der Einzelne, wie fühlt sich die Einzelne, traut sie sich am Abend noch aus dem Haus durch die Stadt zu gehen. Das darf man nicht ausblenden. Die objektiven Zahlen zeigen eine rückläufige Kriminalität, aber es gibt natürlich nach wie vor auch in den Medien viel besprochene, herausragende Formen von Straftaten, die die Menschen verunsichern. Da spielt auch die Frage der Migration eine Rolle. Und da ist Politik maximal gefordert, auch Aufklärung zu betreiben, damit Menschen nicht verunsichert werden. Ein anderer Punkt ist die Meinungsfreiheit im Allgemeinen. Haben Sie auch den Eindruck, dass sehr häufig der Andersdenkende sehr undifferenziert diskreditiert wird? Ja, das ist vielleicht das Thema, das mich derzeit am meisten beschäftigt, dass wir ganz offenkundig in der Politik, in der Gesellschaft, aber auch in Teilen der Medien verlernt haben, politische streitige Diskussionen zwar zu führen, aber dabei den Respekt vor dem Andersdenkenden nicht zu verlieren. Ich erlebe leider eine gespaltene Gesellschaft, die dazu neigt, den politisch Andersdenkenden zu diskreditieren, in eine Ecke zu stellen, in der er überhaupt nicht sein möchte, was dazu führt, dass mancher sich auch gar nicht mehr traut, seine innere Überzeugung zum Ausdruck zu bringen. Ich wünsche mir wieder eine Gesellschaft, in der es jedem erlaubt ist, sein ganz persönliches Empfinden, seine Einschätzung zum Ausdruck zu bringen, ohne dafür diffamiert zu werden. Politisch streitige Auseinandersetzung darf nie den Respekt vor dem politisch Andersdenkenden vermissen lassen.
Letzte Frage, ein bisschen pauschal formuliert. Der Frust in der Bevölkerung kommt sehr häufig auch von dem Gefühl, die Politik redet zu viel, man sollte, man müsste, aber handelt zu wenig. Wie sehen Sie es als Politiker? Leider verstehe ich die Gesellschaft an dieser Stelle und sie hat ja auch gar nicht Unrecht, wenn ihr vieles einfach zu lange dauert. Politik muss schneller werden. Wir brauchen schnellere Entscheidungsprozesse zwischen Ankündigung und Umsetzung. Dürfen nicht Generationen liegen. Das gilt für den Ausbau von Verkehrsinfrastruktur. Wenn jetzt der Bund ein Maßnahmenbeschleunigungsgesetz auf den Weg bringt, um auch mal schneller Straße oder Schiene bauen zu können, ist das der einzig richtige Weg, um auch wieder politische Glaubwürdigkeit an den Tag zu legen. Herr Minister Wolf, vielen Dank. Bitte schön. Ob sich politische Entscheidungsprozesse künftig tatsächlich beschleunigen, wird die Zeit zeigen müssen. Am Freitag hingegen zeigte sich erneut, dass der Dialog zwischen Politik und Wirtschaft hier in der Region gerne gesehen und gefördert wird.